Mein Thema ist heute die Reise von unserem Kanzler nach Amerika zum Biden, der ihn einbestellt hat, wie es ausschaut. Letzte Woche war der Biden ja noch in Europa, zuerst in der Ukraine mit dem Auftritt da mit dem Zelensky, wie da Luftalarm war, obwohl das Ganze nur getürkt war, aber mal solche Dinge braucht man halt im Schaugewerbe, im Showgewerbe. Dann war er in Polen. Polen, das ja ganz eng kann mit den USA. Eins der hochgerüstetsten Länder der Welt, die ja immer noch gern ein Reich haben möchten zwischen den beiden Meeren, Ostsee und dem Schwarzen Meer. Und die Deutschland sehr feindselig gesinnt sind. Sie nehmen zwar gern die Milliarden, die Deutschland über die EU seit vielen Jahren zuschüstet, aber sonst sind sie nur am Fordern. Trotz Ostdeutschland, dass es sie unter den Nagel gerissen haben oder das ja zugeteilt wurde, wer weiß das als Nachgeborener schon genau wissen. War er in Polen der beiden, dann war er in Rammstein. Ein Scholz hat er aber nicht besucht, hat ihn überhaupt noch nie besucht. Aber so ein Herrscher des großen Imperiums, der bestellt seine Hibis ein. Und der Scholz ist natürlich brav gekommen und hat auch gleich gesagt, vor dem Gespräch noch, das beste Verhältnis Deutschland-Amerika, das beste seit jeher. Und da fangen sie eben an, komisch zu werden. Die Amerikaner haben die Nord Stream Pipelines in einem Terrorangriff gesprengt, was ein direkter Angriff auf Deutschland ist. Und bei uns hört man nichts. Der Scholz hat schon letztes Jahr im Februar 2022, wie der Biden das angekündigt hat, auf die Frage einer Reporterin schon nicht widersprochen. Er ist wie ein Schulbub daneben gesessen, hat zu Boden geschaut. Und auch heute gibt es keine Reaktion von ihm. Normal, wenn er der Chef eines einigermaßen souveränen Staates war, müsste er draufstehen und sagen, hey, das geht voll nicht. Mir tritt man sofort aus der NATO aus. Und ihr habt den ganzen Schaden zu begleichen. Aber nein, er buckelt, sagt kein Wort und manchmal könnte man fast auf die sicher irrige Meinung kommen, dass die deutsche Regierung da irgendwo mitgewurstelt hat. Mit den Amerikanern, mit den Briten, bis dann, wisst ihr es noch, von der Liz Truss. Dann wird Polen und Ukrainer gejubelt haben und die Dänen und Schweden und Norweger. Also es schaut wirklich so aus, als wenn wir von lauter Nicht-Freunden umgeben werden, was du schaust. Dann wird unsere Gesellschaft total zerstört durch Vertreibungen in der Ukraine und in der Levante. Die Leute schicken wir alle zu uns, obwohl unser Land das überhaupt nicht erbacken kann. Es werden Mieter ausquartiert, deutsche, einheimische Mieter. Es werden Pflegepatienten aus Heimen ausquartiert, von der evangelischen Kirche nur dazu. Und dann werden Migranten, Flüchtlinge einquartiert. Es ist unglaublich, was zurzeit passiert. Und ich habe diese Dinge ja eh schon mal erwähnt, aber man muss wohl öfter erwähnen, weil sich nichts ändert. Ja,
Heute habe ich gelesen, als wenn in Uncut News, als wenn der Biden und der Scholz vielleicht doch über ein Ende des Krieges geredet hätten. Das war natürlich schon sehr schön. Aber das ist ein Gerücht, denn die Ukraine gehört ja bekanntlich BlackRock mittlerweile und die werden ihr Land nicht hergeben. Und die Polen haben ja auch vor, die West-Ukraine einzusackeln. Von daher, so leicht wird es wohl nicht werden. Hoffen gehen wir aber. Serie auf, als arg heiter wird, der Wind wird brutal kalt. Also habe ich die Ehre.